Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zu einem neuen Airtest. Es gibt auch heute wieder was zu trinken von einem Produkt, das wir schon mehrfach im Airtest hatten, nämlich dem Rauch-Eistee. Und da gibt es heute die Sorte Sauerkirsch. Ja, das gibt es nämlich auch. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es die überhaupt in Deutschland gibt. In Österreich gibt es die aber auf jeden Fall, wo ja auch die Firma Rauch herkommt, aus Rankweil nämlich in Österreich. Ja, Eistee Sauerkirsche aus Früchtetee mit Muskatblütenextrakt. Und drin ist Früchtetee, bestehend aus Wasser, Hibiskus und Hagebutten. Okay, dazu Zucker, Sauerkirschsaft aus Sauerkirschsaftkonzentrat, Säurungsmittel, Zitronensäure, Aroma, Muskatblütenextrakt, Teeextrakt. Ja, Zucker. 6,7 Gramm in 100 Milliliter. Ja, das ist ein bisschen erhöht, aber ich glaube, es gibt schlimmere Eistees. Aber es könnte ein bisschen weniger sein. Ja, also Rauch-Eistee, Sauerkirsch. Mal gucken. Rauch-Eistee, Zitrone ist bisher da völlig ungeschlagen, muss ich mal sagen. So. Oh, riecht alles andere als sauer. Es riecht wirklich so wie so diese Süßkirschen, die so in Zucker eingelegt sind. Also es riecht eigentlich wirklich extrem süß. Ja, also es schmeckt durchaus so ein bisschen, es schmeckt kirschig, es schmeckt auch so ein bisschen nach Sauerkirsch, aber schon ziemlich verwässert. Also der Sauerkirschgeschmack ist jetzt nicht besonders vorherrschend. Es ist eher so tatsächlich, man muss es so sagen, ein wässriger Sauerkirschgeschmack. Jetzt ist die Frage, ob das gut oder schlecht ist. Weil es könnte, manchmal hat man ja so einen Eistee dann, wo das ja quasi dieser Geschmack alles übertüncht und total, ja, also viel zu viel ist. Hier ist es so, dass es nicht so ist. Also man hat so eigentlich einen ganz netten, ganz sanften Sauerkirschgeschmack. Wobei, wenn ich das jetzt wahrscheinlich blind verkosten würde, nicht zwingend als Sauerkirsche erkennen würde. Also vielleicht hätte ich es erkannt, aber ich bin mir da gar nicht so sicher. Aber ich muss sagen, es hätte schlimmer kommen können. Also ich dachte, es ist nicht so lecker. Aber er ist ganz okay. Ich glaube, es wäre jetzt keine Sorte, die ich jetzt ständig kaufen würde. Aber kann man trinken. Also fassen wir zusammen, riecht total süß, schmeckt sanft nach Sauerkirsche, auch relativ süß insgesamt, aber es hält sich alles in Grenzen. Ja, also insofern ganz okay. Bis zum nächsten Mal.